Es ist die rührendste Fußballgeschichte des Sommers. Ein verschossener Elfmeter von Bayern-Stürmer Mario Götze könnte dem behinderten Jonas zu einer Delfintherapie verhelfen. Los geht es in diesem Wohnzimmer. Mario Thyssen aus Issenburg zockt mit seiner PlayStation ein FIFA-Spiel. Als sein virtueller Götze den Elfer verschießt, zerschmettert der 20-Jährige gefrustet seinen Controller. Daraufhin habe ich das dann via Facebook an der FC Bayern München Seite geschrieben und habe Herr Götz dann mitgeteilt, dass er doch mir einen neuen Controller schuldet und mir bitte doch die 49,90 Euro überweisen soll. In kürzester Zeit bekommt Mario Thyssen 66.000 Likes. Stürmer Götze reagiert prompt. Er entschuldigt sich für den virtuellen Fehlkick. Gratis dazu gibt es ein Paket mit Autogrammkarten, Controller, Spielen und Nationaltrikot. Alles handsigniert. Ja, ich habe mich sehr gefreut über dieses positive Feedback. Und dann ist mir der Jonas eingefallen. Für ihn möchte ich gerne spenden. Für eine Delfintherapie, die er jedes Jahr eigentlich machen sollte, in Curaçao. Der 12-jährige Jonas aus Wesel ist von Geburt an geistig und körperlich behindert. Die nötige Delfintherapie kostet um die 10.000 Euro. Ein Teil davon möchte Mario Thyssen jetzt mit den Erlösen seiner eBay-Versteigerung übernehmen. Meine Idee ist einfach, hier seht ihr ja schon, was wir in der Hand haben, den neuen Controller von Götze plus das Spiel, plus eine Autogrammkarte zu verkaufen, zu versteigern, für einen guten Zweck. Also, bitte spendet für ihn.